Was geht ab hier bei einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal? Und zwar wollte ich heute einfach euch mal ein Rathaus 7er Hybrid Base vorstellen. Das ist sehr gut in Ladder, aber auch sehr gut im Clankrieg. Ich habe das jetzt schon seit einer Weile, habe leider noch nicht die ganzen Gebäude auf Max Rathaus 7, aber mittlerweile haben schon die ersten ziemlich Probleme, mich mit Drachen anzugreifen und auch mit Hogs anzugreifen. Also die Sprungfallen sitzen da wirklich außerordentlich gut. Dann, ja, zeige ich euch das einfach mal. Ihr könnt es ja sehr, sehr gerne nachbauen. Ich habe die Base von einem Kollegen, der ist damit sogar auf Titan gekommen. Also mega, mega, mega krass. Also falls ihr mal irgendwie Ladder pushen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mit der Base. Aber auch wie gesagt, in der CW ist, also im CW ist die auch sehr stark, diese Base. Also probiert sie einfach mal aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Rathaus 7er Basen habt. Ob ihr euch andere Rathaus 7er Basen vorstellt. Anti-Baby-Drache oder Anti-Hawk. Schreibt es mal rein. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch die Videoreihe gefällt, also mit dem besten, also die beste Base für das Rathaus. 6, 7, 5 habe ich auch schon gemacht. Und dann geht es natürlich um, ja, geht es immer höher, 8, 9 habe ich auch schon ein paar Basen. Leider spiele ich die Accounts noch nicht so häufig, um da wirklich die besten Basen für euch rauszusuchen. Aber ich bin dabei immer, ja, was für euch rauszusuchen. Also viel Spaß jetzt bei dem Video. Ich will gar nicht mehr weiter drumherum reden. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Haut rein und tschüss.